wirklich speziell, also auch im Start Nummer 1 und mit der Kulisse vorm Eiffelturm beim Start, auch die Zuschauer am Anstieg, also Montmartre und so, es war unglaublich. Ja, die Stimmung war Wahnsinn, also positiv mal vom Start weg, vom Eiffelturm, das, ich habe echt Gänsehaut gehabt, das war richtig cool. Ja, der Anfang vom Rennen war ziemlich locker, würde ich mal sagen. Und dann ja, habe ich schon gewusst, ab dem Steilberg von Versailles wird es richtig losgehen, was er dann so war. Und dann habe ich probiert, ein paar einige Tage mitgehen, aber wo ich dann gemerkt habe, dass das nicht wegbleibt vom entscheidenden Anstieg auf der Runde, habe ich mir gedacht, ja, jetzt bleibe ich bei den Favoritinnen, wenn die dann in die Attacke sitzen. Und dann war halt der Sturz. Und dann, ja, es soll jetzt keine Ausrede sein, weil Kopecky ist auch wieder viel gesprungen. Aber ja, es hat schon ein bisschen verändert, würde ich mal sagen, den Rennverlauf. Schon Enttäuschung dabei, muss ich schon ehrlich zugeben, aber einfach weil ich nicht am Ende nicht mehr das zeigen konnte, was ich wollen habe. Also der Plan war schon, dass wir für die Christina fahren, dass ich sie halt unterstütze. Und das habe ich auch gemacht, so weit wie es ging. Und ja, die kurzen explosiven Anstiege, die sind halt nicht meine Stärke, das wussten wir. Deswegen war auch eigentlich gar nicht so sehr das Ziel, dass ich jetzt so meine Top-Platzierung fahre, sondern eben, dass ich der Christina helfe. Ich hoffe, ich kriege nochmal die Chance, vielleicht also Los Angeles, aber ja, mal mit dem Druck. Also glaube ich, ein bisschen anders umgehen, das werde ich ein bisschen anders machen. Also mein eigener Druck vor allem. Und trotzdem, so dankbar, dass ich da dabei sein können. Und ich sehe es auf alle Fälle positiv und ja, Wahnsinn.